Und hallo, ihr hoffentlich menschlichen Wesen vor euren Bildschirmen. Und willkommen zurück zu Nintendo Land und wie ihr gehört habt, auch wieder mit dem Luca. Ja, ich weiß, meine Stimme ist so markant. Oh ja. Oh ja. Okay, wir sind nicht Schirm Let's Play, also insofern Oh Gott. lasst uns das mal lassen. Auf jeden Fall spielen wir heute Pikmin Adventure. Wir machen erstmal das erste Level so zu Demonstrationszwecken, wie das Ganze überhaupt funktioniert. Ich kann mich nicht erinnern, das so wirklich gespielt zu haben. Ja, ich, Einmal irgendwie. ja, einmal passt, glaube ich, gut. Bewegen, angreifen, springen, läuft. So. Und zwar haben wir eben hier Maps, wie ihr eben gesehen habt. Und diese können wir denn. Muss ich jetzt als Olimar? Ich bin hier natürlich am Gamepad. Ich bin Olimar. Er ist ja in der Wii-Fernbedienung. Er spielt. Einen Pikmin! Wer hätte es gedacht? Bla bla. Blabla, bla, sollen wir es überspringen? Ja, komm, überspringen wir das. Die Story können wir ruhig überspringen. Denn die ist eher sekundär. Ich meine, ist ganz nett, aber. Kennt man ja aus den Pikmin-Spielen irgendwie Schiffsbruch auf irgendeinem fremden Planeten und dann mit Hilfe von Pikmin irgendwas machen. Auf jeden Fall, es gibt zwar eine Zeitbegrenzung, aber sie kann uns sogar relativ egal sein. Ja, ihr seht, er kann da jetzt als Pikmin schon ordentlich was zerstören. Ich kann meine Pikmin auch irgendwo raufhetzen, dann zerstören die das auch. So. Ja. Ja, wunderschön. So, dann fährt das dort runter. Wir können dort weiter. Es gibt ja, glaube ich, ziemlich viele Secrets und so zu entdecken. Oder ziemlich viele versteckte Dinge. Und was will der? Ja, das ist, glaube ich, so eine Art böse Sache von diesem normalen Und so. Blablabla-Bär. Und die Dinger können wir eben auch vernichten. Dann wäre auch blöd, wenn nicht. So, Level. Wow, ich bin ein Level Ja, aufgestiegen. man kann auch Level aufsteigen, tatsächlich. Das ist ja wunderbar, wundervoll. Und da noch mehr Gegner, yay. Los, ihr schafft das, meine Pikmin. Aber nicht ohne mich, muhaha. Das macht Doch, kaputt, wir das würden das macht auch ohne dich schaffen. Du bist unwichtig. super. So. Danke, dass du meine Gefühle verletzt. Immer wieder gerne, Mann. Immer wieder gerne. Das ist meins, das ist meins. Na, oh, warum hat ihr das nicht geholt, Pikmin, Mann? Weil sie dämlich sind, sie sind schlechter als ich. Ich glaube, ich kann nicht mal springen. Kann ich springen? Keine Ahnung. Ich kann springen. Das ist auch meins. Level 4. Hattest du das jetzt eingesammelt oder war ich das? Das war ich. Oh. Weil ich so cool bin. So, und dann kann man eben klack hier reinsteigen und dann geht's zu einer neuen Zone, kann man praktisch sagen. Eine neue Zone. Ich glaube, da Wow. hinten erwartet uns gleich sofort der erste Bosskampf. Bosskampf, oh mein Gott. Meins, 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 meins. Hol's mir doch! Level 5. Wow. Ich bin zum Wow! Knospen-Pikmin. Yeah, Mann! Das ist so. Knospen-Pikmin, kann ich. Ja, schön. Schön, das interessiert mich nicht. Anscheinend kann man es nicht überspringen. Wow. Der Fuch. Yay! Wir haben dich besiegt. Oh fuck, wir teilen uns die Herzen. Mann, Luca, wieso bist du so schlecht? Ja, ich wollte auf den Re einprügeln und. Jetzt halt dein Maul, Fischi. Ich bin gerade übrigens auch Level 5 geworden. Dadurch hat sich, glaube ich. Ich habe meine Pikmin sind auch zu Knospen-Pikmin geworden und ich glaube, die Anzahl hat sich verdoppelt. Ich hatte vorher 5, jetzt dürfte ich 10 Pikmin haben. Das heißt, ich bin immer noch Knospe. Auf jeden Fall Gut. nett. So. Und da kommt auch schon die lebensgefährliche Armee hier. Die wir natürlich erstmal gekonnt ausschalten. So. Du wirst zuerst bekämpft. So. Tot. Tot. Und Und wieder eine neue Zone freigeschaltet. Auch nett. das ist ja Wunderbärchen. Level 6. Oh, du bist Level schon Level 7, du Cheater, Mann. Wieso bin ich ein Cheater, Da, hä? Und weiter geht's. ich glaube, man kann maximal bis Level 10 aufsteigen, wenn ich mich nicht irre. Und So, hier kommt jetzt der Bosskampf. oh mein Gott, 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 das soll mich angreifen, das soll mich angreifen. So. Die Kleinen werden natürlich auch besiegt. Versteht sich von selbst. Na, oh, Mann, Luca. Ja, was denn? Wow, haben wir viele Herzen.
So. Also wie gesagt, die Kleinen besiegen, ja, damit uns die nichts anhaben können, weil wie man eben gesehen hat, können die anscheinend doch ein bisschen was ausrichten. Ja, weil ich inkompetent bin. Ich glaube, kannst du da überhaupt Schaden dran machen? Ich glaube, wenn, dann müsste ich dich sogar darauf schleudern. Das geht. Ich glaube, das geht. Es ist tot. Oh, Münzen, super toll. Yay, Münzen. Und da ist die Hockedate. Nehme ich mal an. Ja, aus. Da können wir dann eben einsteigen und haben das Level geschafft. Und was ist, wenn wir das Level nicht schaffen wollen? Tja, dann müssen wir eben da drum irgendwie rumpimmeln. Oh. Und dann geschafft. Oh yeah. Danke für dieses offensichtliche Zeichen, dass wir es geschafft haben. Ohne dieses Zeichen hätten wir es nie bemerkt. Ich weiß, deswegen habe ich es gesagt. Danke. So. Was? Wir haben es geschafft? Ich bleib beim Gamepad und... Ja, gibt's da noch irgendwas Besonderes? Na komm, da scheint irgendwie ein großer Bosskampf zu sein, machen wir den noch. Der Moormeister. Ich glaube, werden wir das noch machen und dann werden wir noch mal ganz kurz in den Versus-Modus reinschnuppern. Ja, warum nicht? So ganz zwanglos. Ja, ich glaube, der Versus-Modus war aber scheiße. Soweit ich mich dran erinnern kann. Ich glaube, ich habe den ein einziges Mal gespielt. Mit mir? Und der hat. Ich weiß nicht, ob mit dir. Aber auf jeden Fall war der schlecht. Der war echt schlecht. Los. Boah! Dann nimmst du mir einfach nur alles weg. Hey, wieso kannst du nicht hochgehen? Ja, Level 5, Mann. Level 3, Level 4. Level 5. Wow, jetzt bin ich wieder krass gepickt, das ist so toll. Okay, ein das... Riesenherz. Level 10, so Level da sieht man's. Ich habe jetzt noch mehr Pikmin. Und das sind dann alles Blüten-Pikmin. Man sieht, die Pikmin mögen kein Wasser, also... Das ist so ein Ach, ich kann den auch. Ja, den kannst du aufladen anscheinend. Ja. Hab so, ich mich gerade gewundert. Jetzt hier raufstellen. Nein. Boom. Ganz toll. Ja, ich bin super darin. So. Und rauf da. Ich bin gut darin, wichtig zu sein und so. So, jetzt geht's eben gegen den Boss. Gegen ein... Ach, ich kann mich dran erinnern. Gegen einen Großmaul Orkalok. Orkalok. Ich glaube, ich kann mich daran erinnern. Ich habe den Bosskampf auf jeden Fall, glaube ich, nicht sehr gemocht. So. Auf jeden Fall musste man die ganze Zeit in Bewegung bleiben und nicht, naja. Ja, los, soll ich die? Na, gut. Ja, nö. Du willst mich bestimmt fressen. Ja, der wollte mich fressen. Los, ihr schafft das! Sehr gut. Der ist jetzt schon besiegt. Nein, der wird nur Agro. Achso. Typische Nintendo-Bosse. Wie kann man das eigentlich verstehen, dass die stärker werden, wenn sie eigentlich eher in Richtung Sterben sind? Das ergibt überhaupt keinen Sinn. Mach ich Spaß? Na. Ich glaube nicht. Oh, jetzt hör auf dich zu bewegen. Und... Nein! Doch! Ja, ich bin auch raus. Ja. Verdammt. Lass uns gemeinsam. Ich bin wieder Level 10, das ist gut. Level 11 sogar. So, rauf da! Nein. Yeah, geschlagen, Mann. Okay, Blütenpicken sind auf jeden Fall ziemlich stark. Nee, weißt du. Und anscheinend ist er jetzt schon besiegt. Ich dachte, das ging noch ein bisschen länger. Tja. Naja, dann eben nicht. Lol. Und da haben wir wieder die Hockedate. Ja, ich muss sagen, ich habe Pikmin nie so richtig gespielt eigentlich. Also, ich auch nicht. Ich habe mir noch nicht mal irgendwie Let's Play oder so angeguckt. Also Pikmin 3 war ja jetzt irgendwie so ein großer Release von einem neuen Pikmin. Aber ich weiß nicht, habe ich nicht so richtig verfolgt. Ja. Ich habe schon Let's Play geguckt, aber naja, es ist halt Pikmin. Läuft. So.
Nochmal die Highlights dieses epischen Kampfes. Oh, das waren noch Zeiten. So. Jetzt wollten wir noch in den Versus. Ja, jetzt wollten wir in den Versus. Nee. So. Beenden. Genau. Genau. Wie viel müssen sie senkrecht halten? Ich halte sie senkrecht. So, wieder rein da. Wir waren gegeneinander, aber ich glaube, das war echt scheiße. Ey, verschissen, Mann. Soweit ich mich daran erinnern kann, ich weiß es zwar nicht, aber. Ich bin so genauso Käfer-Arena. Just trying. Oh, bin ich nicht knuffig? Nein. Oh. Auf jeden Fall sehe ich high aus. Ja, high. So, was dann? Derp. Derp. Mega derp. Derp, derp, derp. Ich brauch die Anleitung. Brauchst du gar nicht. Doch. Sammle Bonbons. Ach ja, so war das. Okay. Ich mag dich nicht. Ach so. So, und ich kann die auch wieder stehlen. Okay, gut zu wissen, gut zu wissen. Stirb mit Ü. Was? Stirb! Yay, yeah, ich habe auch ein Item bekommen. Was war die Katze hier? Yeah, Mann! Oh. Werd nicht aggro, Mann! Wohl! Aggro, Mann, alright. Oh, Mann! Was für ein Angriff. Ja, super effektiv! Way! So. Mann, du machst mich kaputt. Lass mich. Was hast du da eigentlich für ein Item, Mann? Was ist denn das? Das sieht aus wie eine Faust. Das ist ein Feuerball. So. Weißt du, ich habe eine Feuerblume bekommen und so. Ja, du bist doof. Ich mag dich nicht. Also ich fand das eigentlich ziemlich nett. Yay, wir erledigen dich! Oder auch nicht! Ey, fick dich! Oh, Ende. Ja, das ist jetzt irgendwie Bullshit. Ein wunderschöner Modus. Eindeutig. Ja, ein Bullshit-Modus ist. Nein, das. Wir lieben ihn! Ich sage, wir lieben ihn! Nein, ich finde ihn scheiße. Ja, hast recht. Warum kann ich das noch nicht machen? Noch nicht spielbar. Ja, warum denn nicht? Weil es noch nicht spielbar ist. Ja, wahrscheinlich muss ich erst irgendwie alle Missionen im Einzelspieler gemacht haben. Kein Plan. Aber auf jeden Fall würde ich sagen, ich habe keine Ahnung, wie lang der Part ist. Lol. Na, oder mach. Na komm, machen wir nochmal was im Einzelspieler, würde ich sagen. Na dann. Upsi. Upsi, so. Dupsi. Na, wartet doch wieder zurück. Ich komme damit nicht klar. Ich komme nicht drauf klar, Mann. Also diese Steuerung. Es ist so steuerungsmäßig und bla. Ja. Eindeutig. Mangreble. Oh, wunderschönes Französisch. Ja, ja, je suis français. Du bist hier nicht Französisch. Trotzdem. So machen wir den Riesenballon, Mann. Yay! Es gibt auch Zeitmissionen, aber die mag ich irgendwie nicht. Da geht's ja echt auf Zeit und man muss einfach in einer bestimmten Zeit, glaube ich, einfach die ganze Map schaffen. Und keiner mag Zeitmissionen. Nein, nee. Keiner mag Zeitmissionen. Niemand. Niemand, einfach niemand. Und wer behauptet, er würde Zeitmissionen mögen, der lügt. Ja. Und da sieht man auch schon, dass sich das ganze Setting verändert hat. Also ganz so grün ist es jetzt nicht mehr. Stattdessen kommt die braune Macht. Was soll das heißen? Ja. Tja, die Nazis sind eingetroffen, ne? Das soll das heißen. Eindeutig, ja. Das sind die Nazis. Ich habe jetzt keine Ahnung, was du gerade machst. Sieht man das auf dem Bildschirm? Achso, ja, auf dem Bildschirm sieht man hauptsächlich dich, ja. Level 3, Mann. Cool. Ich würde auch gerne Level 3. Oh, was ist das denn? Cool, ich habe Feuerwerk-Pigment hier.
Ja, ich stelle mir vor, das hätte es auch im normalen Pikmin-Spiel gegeben. Ja, sorry, wenn ihr den guten Magus nicht sehen könnt, aber ich will hier diesen Fragezeichen blau. Ich will ihn auch! Ja, Level 4. Level 4, woo. Ja, Bullshit, man. Und? Du hast ein Item bekommen. Ja, in der Tat. Ein Hammer-Item. Das Item ist echt der Hammer, weißt du. Ja, voll der Hammer und so, ne? Ja. Ja, das hab ich mir auch gerade gedacht. Du bist auf mir drauf. Okay, Mann. Oh, die explodieren, die explodieren, die explodieren, die explodieren. Nein, ihr Scheißdinger, Mann. Meine Fresse. Und dann Pikmin sind weg. Nein. Ja, aber die kommen ja wieder. Ich sag, wer? Hm? Oh, die explodieren ja auch. Nein, 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 nein. Doch, ich bin Level 5. Und so. Was sind das denn für Dinger? Nein, Kanonen. The fuck. Jetzt haben wir so ein bisschen Nektar mit dem Ball. Und die Kanone ist kaputt. Sie ist tot. Also, kaputt tot und bla. Ich weiß, ich habe es mitbekommen. In der Tat, ich habe es mitbekommen. Ja. So. Warte. Ja, ich weiß, ich weiß. Lol. Yay, yeah, jetzt habe ich diesen... Ah, okay, dadurch werden die 10 Feuerwerk Pikmin. Gut. Bam, bam, bam. Alter. Man kann es doch übertreiben. Los! Hierher! Aber es ist ein gewaltiges Schadensupdate, sage ich dir. Dieses. Kommt jetzt so eine Art Bosskampf? So eine Art vielleicht. So, ich bin Level 7. Der sieht irgendwie ein bisschen gefährlich aus. Los, roll rum. Meine ganzen Pikmin sind tot! Mann, fühlst du dich nicht schuldig für den Tod von so vielen Pikmin? Nö, ich nicht. So. Ich hab ja auch nicht dich genannt. Tja, ich bin aber hier die einzige Person im Raum. Ich hab aber hier mit Ingame-Charakteren gesprochen. Ja, oh, du redest mit Ingame-Charakteren? Wow, bist du ein Loser. Ja, ich bin ein Loser. Ich hab nichts im Leben erreicht. Genau. Schäm dich. Was ist... Bitte was? Riesenwirbelattacke, wuhu! So, gibt's hier noch irgendwas? Nein, scheint nicht. In den Teilen hier kann auch noch was sein. Ja, ich weiß ja, aber trotzdem hierher gekommen. Ha, diese Pfeife ist so erotisch und so. Sie ist so anziehend. Ja. Level 10, cool. Lügen-Pikmin. Falls man die so nennt, keine Ahnung, wie gesagt, habe ich mir jetzt noch nie so großartig gespielt. Ja, ich glaube, es sind Blüten-Pikmin. Wenn nicht, dann. Es tut mir ernsthaft leid. Ich pflege normalerweise eine korrekte Ausdrucksweise für Game-Begriffe. Aber. Ja. Was man nicht weiß, das weiß man eben nicht. Level 11. Cool, ich glaube, nach Level 10 hat es jetzt gar keinen Einfluss mehr, welchen Level man ist. Muss auch noch ein Level aufsteigen. Achso, okay, dann lasse ich dir jetzt die ganzen Dinger mal übrig. Da. Na? Na komm, das ist meins, das ist meins, das ist meins. Level 10. Level 10, okay. Level 10? Level 10, oh, Level 10. Ja, Level 11. Level 12. Boah, diese Hammer-Pikmin, die machen einfach viel mehr Schaden, das ist ja übertrieben, ne? Ich hab einfach nur eine mega Reife. Ich will die Feuerwehr. Ja, Feuerwerks-Pikmin. Oh yeah, jetzt bin ich Hammer. Hier guck mal so. Bam, 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 bam. Ja, das sieht lustig aus. Aber die Feuerwerks-Pikmin gefallen mir irgendwie noch viel besser. Oh, keine Ahnung, wie man sie nennt. Sprungfeder-Pikmin oder was weiß ich. Aber gibt's im normalen Spiel nicht, also mach dir gar keine Sorgen. So. Bum, 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 oh, bum. Drei von den Dingern, die hier rumheizen. Ist das dein Ernst? Ist das euer Ernst? Ja. Anscheinend. Das ist doch echt der Horror, Mann. Stirb! Immer noch mit Ü. Oh, meine ganzen Pikmin, das. Ja. Ah, ich raste gleich aus. Also, ich würde erstmal diese Bomben. Ja, habe ich auch vor, aber. Und ich bin weg. Und bin raus, Mello. Level 10. Level 10, ernsthaft? Yay! Blütenpicken, okay, der Begriff war schon richtig gut.
Und seine Angstkraft steigt auf. Mann, ich bin jetzt so heiß. Alle flotten Bienen. Lol. Ach so, ich kann. Ich Idiot. Ja, klar kann man ihn angreifen, aber. Ich Idiot, ich hab's all die Jahre falsch gemacht. All die Jahre. Ach, die darf ich nicht anspringen, oder was? Hm. Och Mann, du Loser. Immer wieder gerne. Verdammt. Du kriegst jetzt einen Stein in die Fresse. Hat er gerade 400 Schaden gemacht? Hat er gerade keine. Nein! What the fuck? Ja, bitte. Ich höre. Ja, mein Item ist weg. Und ich bin wieder tot und wir haben verloren. Noch Luke. Bitteschön. Immer wieder gerne. Ja, komm. Das sieht man wieder, dass ich besser bin. Ich sterbe einfach kein einziges Mal und. Aber meine Leistung war da gerade besser. Ja, du hast mehr Gegner besiegt, aber man muss nicht unbedingt auf Rambo machen, weil Rambo stirbt nicht. Was? Du weißt, dass das, was du gerade gesagt hast, keinen Sinn ergibt. Ja, aber trotzdem, Mann. Weiter! Wir sehen uns im nächsten Part wieder. Ja, man sieht sich. Oder man hört sich. Oder das hier ist Part 4. Im nächsten Part. Was können wir im nächsten Part machen? Im nächsten Part können wir uns ein Eis kaufen. Ich habe gerade voll Bock auf ein Eis. Es ist inzwischen ja wärmer geworden. Ja, es wird warm in Deutschland. Ja, mein Gott. Es ist Frühling. Frühling. Wow. Hallo, Kreid. Das ist Whitley. Das ist Ridley? Das ist Whitley. Und auch ansonsten, man spricht es Quaid aus. Also, geh den Eis kaufen. Wieder was gelernt, Leute. Wie gesagt, wir sehen uns im nächsten Part wieder und dann. Ja, tschüss. Tschüss, ja. Wisst ihr was? Dann werden wir Animal Crossing spielen. So, fertig. Fertig. So, sweet day. Kriegen wir im nächsten Part erstmal Diabetes. Tschüss. Also, bis dann, ciao.